The 16th century. An era of challenges, hopes, and adventure. Some brave men set off to explore the secrets lying beyond the seven seas. Anno 1503 leads you in one of the most adventurous eras of mankind. Go through the adventure of discovery. Experience stunning environments and different cultures. Challenge to settle a country is waiting for you. See your town grow prosperous. Use your skills for successful trading. Make allies through clever diplomacy. Defend your colonies on land and water against enemies or fight for freedom and independence. It lies in your hands whether you will be able to celebrate your success with your people or if you end up in a dungeon. Anno 1503. Coming soon. It's your world. It's your choice.
Bullshit eigentlich? Und wer bin ich? Computer, ID-Check. ID-Check gestartet. Wir sind auf der Erde. Ihr momentaner Aufenthaltsort ist Europa, Deutschland, Nürnberg, Gamesgarden. Polarkoordinaten 3, 4, 8. Die Temperatur beträgt 12 Grad Celsius. Sie sind ein Polygon-Avatar der Klasse 3. Nach erfolgreicher Mission befanden Sie sich ursprünglich auf der Rückreise zum Hauptquartier. Dies ist ein unplanmäßiger Außenaufenthalt. Ich wiederhole, unplanmäßig. Es liegen uns keine weiteren Daten vor. Bitte melden Sie sich unverzüglich bei Ihrer Bordbesatzung. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Zum Reisen für unterwegs habe ich hier die absolute Hammer-Neuheit. Nintendo's Game Boy Advance und Mario Advance. Der Game Boy Advance mit 32-Bit RAM-Speicher kann 10-mal so viel Farben darstellen wie der Game Boy Color und hat fast schon N64-Qualität. 50% weniger Energieverbrauch und alle Old Games sind auf dem Advance auch spielbar. Hol dir diesen einmaligen New Generation Handheld. News und Tests. Nach zahlreichen Resident Evil Fortsetzungen und dem Nachfolger zum prähistorischen Hit Dino Crisis präsentiert uns Capcom mit Devil May Cry den nächsten definitiven Top-Hit. In der Rolle von Dante treten sie gegen den Teufel höchstpersönlich an. Unser Held sprintet dabei durch hochauflösend gestaltete Umgebungen, die einen leicht kirchlichen Background haben. Insbesondere bei den Texturen haben sich die Jungs von Capcom sichtlich Mühe gegeben. Durch eine dynamische und gleichzeitig sehr eingängige Steuerung findet man sich sehr schnell zurecht. Insbesondere die Verwandlungsmöglichkeit in einen Dämonen sollte noch erwähnt werden, die völlig neue Gameplay-Möglichkeiten offenbart. Bis das Spiel aber offiziell bei uns in deutscher Version erscheint, werden noch einige Monate ins Land gehen. Japan, Mitte des 17. Jahrhunderts. Sie übernehmen die Rolle der zwei asiatischen Krieger Gokura Kamura und Yuri. In bester Prügelmanier aller Final Fight schlagt ihr euch in mehreren Levels mit aller Handschlagkombinationen und effektgeladenen Spezialattacken durch ganze Dämonenarmeen. Je nach Charakter und Waffe beeinflusst ihr den Spielablauf so, dass sich die Levelanordnung des Spiels ständig ändert. Dadurch ist auf jeden Fall schon einmal für die entsprechende Langzeitmotivation gesorgt. Wer schon immer einmal Samurai im mittelalterlichen Japan spielen wollte, ist bei Seven Blades bestens aufgehoben. Time Crisis Project Titan, der wohl beste Lightgun-Shooter auf der PlayStation 2, ist zurück. Eigens für die PlayStation entwickelt und somit keine Spielhallenumsetzung, wartet Time Crisis Project Titan mit völlig neuen Levels und Spielelementen auf. Sie werden eines Verbrechens beschuldigt, das sie nicht begangen haben, und ihnen verbleiben nur noch 48 Stunden, um den Fall aufzuklären. Haben sie gute Nerven und einen ruhigen Zeigefinger? Wenn ja, die Uhr hat schon begonnen zu ticken. Ein absolutes Muss für jeden Lightgun-Besitzer und Grund genug, seine angestaubte Lightgun wieder aus seinem Schrank zu holen. Bei Oni für die PlayStation 2 handelt es sich um ein 3D-Action-Adventure, bei dem es sowohl mit bloßen Fäusten als auch mit mächtigen Women zur Sache geht. Im Jahre 2032 müssen sie als Elite-Agentin Konoko ein skrupelloses Verbrechersyndikat zerschlagen. Sie kämpfen sich durch visuell ansprechende und atmosphärisch beeindruckende Level, die von Star-Architekten entworfen wurden. Dabei verfügt unsere attraktive Heldin Konoko über ein breites Repertoire an erweiterbaren Schlagmöglichkeiten.
hätte ich fast vergessen. Wir haben natürlich noch einen Special Kinotipp für euch. The dream is always the same. I'm standing, waiting for something. If they knew about these dreams, they'd shut me down. The question is, will I be in time to save the Earth? We found it. Yes, the seventh spirit. You'll need to find the eighth and final spirit. We're closing in on the life form. It'll be one of those days. This is it. Dr. Ross has opened the door for us. There's a life form in here. You've got a talent for understatement. Over here, you son of a... This shouldn't be happening! What is that? The dream is coming faster now.